Die Madonna von Neukirchen beim Heiligen Blut. Religiöse und kulturelle Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Seit 1656 betreuen Franziskaner ununterbrochen die Seelsorge, besonders die grenzüberschreitende Wallfahrt zum Gnadenbild von Neukirchen beim Heiligen Blut. Dem Konvent gehörten auch Tschechen an, denn die Franziskaner wirkten diesseits und jenseits der Grenze. Mitte des 18. Jahrhunderts studierte hier der Ordensnachwuchs sogar in einer eigenen kleinen philosophischen Hochschule. Daran erinnert heute noch die 8000 Bände umfassende Bibliothek. Von 2000 bis 2003 wurde der Jahrzehnte nicht mehr genutzte Nordflügel des Klosters zum grenzüberschreitenden Wallfahrts- und Begegnungszentrum umgebaut. Einst wurden in ihm die Franziskanerstudenten beherbergt. Jetzt wird hier Jakobspilgern, Wallfahrern und sonstigen Gruppen ein Dach über dem Kopf mit Selbstversorgung angeboten. Ein historisches Datum in der 600-jährigen Geschichte der Wallfahrt ist der 9. Mai 1990. Nach 45 Jahren schmerzlicher Unterbrechung pilgern erstmals wieder rund 700 Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus dem böhmischen Kodenland zum Gnadenbild der Wallfahrtskirche. Im Gegenzug pilgern die Neukirchner im Zweijahresrhythmus zum Herkunftsort des Gnadenbildes in das tschechische Loučín. Das Gnadenbild mit seiner klaffenden Hauptwunde, Symbol für Spaltung und Zerrissenheit unter Nachbarn und Christen, ist seitdem wieder Zeichen der Hoffnung und Brücken über religiöse und politische Grenzen hinweg im gemeinsamen Haus Europa.